Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Baut Nummer 2. Jo, was hatten wir in der letzten Folge? Ah ja, da waren noch ein paar Gespräche zu führen mit Graf Schreck. Herr Graf, wollen wir mal. Ja, Igor. Ja, ich habe da... Ich habe Ihre Verlobte im Wald gerettet. Sie war vom Pferd gestürzt und hatte sich verirrt. Das arme Kind. Zum Glück ist ihr nichts passiert. Ich habe so lange auf sie gewartet. Ich habe gehört, Sie waren schon einige Male verheiratet. Viele Male. Leider konnte ich nie mit einer meiner Geliebten alt werden. Ich bin verflucht, es alle paar Jahre mit einer neuen, jungen Frau zu versuchen. Oh, ja. Das tut mir sehr leid. Ja, so ab und zu muss man sich dann mal eine frische, neue gönnen, weil die alte dann vielleicht zu alt wurde oder so. Vielleicht schmeckt sie auch nicht mehr. Also der Lebenssaft, so aus dem Hals, so der seitlichen Halsregion. Eventuell. Nein, naja, aber was war das? Wie war das mit Igor und seinem Anzug? Dein Vorgänger, Igor. Igor hat es sich im Keller bequem gemacht. Er hatte ein Bett, einen Schreibtisch, alles, was man so braucht. Ich denke, da du der neue Igor bist, gehört all das nun dir. Ja, und Igors Anzug? Wird wohl bei seinen Sachen sein. Geh nur hinunter. Aber pass auf, es ist sehr dunkel dort. Aha. Ich kann mir ja eine Kerze mitnehmen. Oh. Und das halte ich für keine gute Idee. Sie werden vom Licht angezogen. Wer? Sie? Dinge, die in der Dunkelheit leben. Igor hatte gehörigen Respekt vor ihnen und traute sich nie mit Licht dort hinunter. Vielleicht ist der Anzug ja auch gar nicht so wichtig. Wenn Sie mich entschuldigen würden, die Arbeit ruft. Nee, da ist... Spute dich. Noch das kleine Vögelchen ist nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen und kann jeden Augenblick wieder herunterkommen. Ja, da ist aber noch ein Gespräch. Was befindet sich in den oberen Stockwerken? Nichts, was dich interessieren sollte. Dein Platz ist hier unten. Und morgen zeige ich dir noch den Keller und die Gruft. Oh. Kann es kaum erwarten. Weniger reden, mehr arbeiten. Igor. Ja, da ist aber noch ein Gespräch. Eins ist da noch. Ich denke, ich kümmere mich lieber um meine Aufgaben. Da war noch ein Punkt. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Jetzt rausgucken. Okay. Oh. Ich finde es seltsam, dass Graf Schreck sich ausgerechnet im Düsterwald ein Schloss gekauft hat. Warum? Die meisten alten Leute lieben die Wärme und die Sonne. Von beidem gibt es hier nicht viel und der Gute sieht auch schon ganz blass aus. Ah, das ist nur, weil ihm was Leckeres fehlt. Was? Zum Glück hat sich die Schriftrolle wieder zusammengerollt. Die Schriftrolle. Sonst würde der Graf früher oder später bemerken, wer neben dem Erzmagier abgebildet ist und wegen Mordes gesucht wird. Ja, das ist ihm egal, glaub mir das. So, die Flasche. Der Graf scheint ein Weinliebhaber zu sein. Rotwein, um genau zu sein. Ja, vor allen Dingen Wein. Roter Wein. Was haben wir hier? Oh, okay. Da ist das Schubladen und da ist ein, das ist der Suchbefehl. Was ist das? Teller? Was für Teller? Sind das nur dekorative Teller oder richtige? Nate hat im Elfenhain einmal Bratkartoffeln vom Gesicht der Königin gegessen. Ivos Mutter fand das gar nicht witzig. Oh. Ehrlich? Oh, ja, dann. What? Igor, seien Sie vorsichtiger. Ich habe gar nichts gemacht. Der Teller flog einfach von der Wand. Ich wohne seit 10 Jahren hier. Auf Schloss Schreckstein hat es noch nie gespukt. Jetzt dann, schon. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Ich will da nichts sagen, aber der Teller hat gerade I gesagt. Ja, dann... Oh, okay, ein Räucherstäbchen. Räucherstäbchen? Die stinken gut. Hätte ich in einem alten Gemäuer wie dem hier nicht unbedingt erwartet. Ja, das ist was Altes. Andererseits,
Vielleicht ist dem Grafen auch aufgefallen, dass hier manchmal so ein leicht modriger Geruch in der Luft liegt. Genau. Ja, alte Menschen haben das manchmal an sich. Räucherstäbchen? Okay. Die hätte andererseits... Ja, ist gut. Die Schublade. Besteck. Ja, dann nimm es mit. Kannst du gebrauchen. So, noch was? Nein, nichts mehr, was mich interessieren könnte. Gut, dann... Okay. Was, Ja, die Kette, nein, die Kordel. Ansonsten ist... Oh, der Tisch. Der Tisch. Was ist das hier für eine Kordel? Damit können die verschiedenen Glocken im Schloss zum Läuten gebracht werden. Aha. Aber es ist nur eine Schnur. Braucht es mehr? Es ist ja auch nur ein Bediensteter. Ja. Oh, ein Glas. Ein schönes Glas mit dickem Boden. Solche Gläser aus perfektem, durchsichtigem Glas sind sehr selten. Und teuer. Schmeiß auf den Boden. Okay, jetzt haben wir noch ein Glas. Was denn noch? Zieh mal an der Kordel. Lala. Oh. Igor? Jetzt musst du aus dem Keller rennen. Okay, das ist der Tisch. Auf diesem Tisch soll ich wohl das Abendessen servieren. Ja. Yep. Mit allem drum und dran. Dann mach mal. Vor ein paar Tagen war ich noch Professor für Magie in der Zaubererschule. Heute bin ich der Igor eines Grafen mitten im Nirgendwo. Mhm. Der Tisch ist ziemlich alt und hat viele Flecken. Schön ist das nicht, wenn der Graf Eindruck schinden will. Die Stühle sind aber cool. Die sind schön. Ja, was haben wir hier? Ein Kerzenhalter. Hallo, du sollst dir nicht die Augen reiben? Wir sind alle müde. Der Raum hier ist nicht nur viel heller und freundlicher als die Eingangshalle. Durch all die brennenden Kerzen ist er auch noch wärmer. Das wag ich zu bezweifeln. Den Tisch. Würde ich sagen. Ja. Hat schon was. Aber irgendwas fehlt noch. Teller? Besteck? Vielleicht, ja? Okay. So, das sieht doch schon gut aus. Hat schon was. Ja. Aber irgendwas fehlt noch. Unkraut. Nein. Warte. Oh. Löwenzahn auf den... Am besten decke ich erst den Tisch und sorge dann für Essen auf dem Teller. Okay, dann was ist mit dem Glas? Nein. Das Glas? Nein. Okay, das geht also nicht. Ist das eigentlich ein... Es ist ein sauberer Teller. Nice. Okay. So, wie geht es jetzt weiter? Nein, wir ziehen nicht an der Kordel. Wir gehen in die Eingangshalle. Wer ist denn das eigentlich? Spinne ich oder sind das andere Gemälde als vorhin? Ja, das stimmt. Das sind andere. Das ist definitiv ein anderes. Das Wildschweinvieh ist aber dasselbe. Ha, was haben wir hier sonst noch? Das ist die Truhe, da ist nichts mehr. Was? Betrachte die Treppe nach unten. Da unten im Keller hat Igor sein Lager aufgeschlagen. Wegen ihnen ist er dort nie mit Licht hinuntergegangen. Ja, und das heißt jetzt was? Wir müssen uns... Tagebuch. Schauen wir mal. Das Gewürm kann mein Genie nicht erfassen. Deswegen nennen sie mich wahnsinnig. Aha. Rutherford traut uns nicht. Er wird uns hintergehen, ich weiß es. Er wird der Erste sein, der dran glauben muss, wenn wir die Macht des Namenlosen besitzen. Wer ist denn Rutherford? Hier ist eine Zeichnung der verschiedenen Siegel. Aha. Neben jedem Siegel steht etwas. Aha. Oh, jetzt.
Oh Gott. Was? Oh mein Gott. Oh, Coco. What the f... Und schon wieder eine Maschine? Okay. Niemand ist klüger als ich. Ich habe für meinen wertvollsten Besitz eine Truhe mit 7 Siegeln ersonnen, die nur ich öffnen kann. Ja. Jedes Siegel kann nur auf ganz spezielle Weise geöffnet werden. Und nur ich weiß wie. Ja. Jeder Mechanismus ist cleverer als der vorherige. Aha. Jetzt folgt die Auflistung, wie jedes Siegel zu öffnen ist. Ein Glück, dass der Hexenmeister so stolz auf seine Arbeit war. Ja, genau. Oh Mann. Texte. Oh Gott, Texte. Ja. Das zweite Siegel wird mit dem Blut Unschuldiger geöffnet. Das Siegel ist schon geöffnet. Aha. Vielleicht hatte sich der Graf beim Kartoffelnschälen in den Finger geschnitten und hat dann das Siegel berührt. Ja. Sicher doch. Das dritte Siegel öffnet sich erst, wenn es das Wort öffnen in der Sprache der Ratten vernimmt. Okay. Das fünfte Siegel kann nur vom Hauch des Todes geöffnet werden. Aha, okay. Nur wer würdigen Herzens ist, kann das siebte und letzte Siegel öffnen. Aha, und das ist dann eins? Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Aha, also unsere. Nur wer unstillbare Gier verspürt, kann das vierte Siegel öffnen. Das vierte Siegel ist bereits offen. Oh. Keine Ahnung, wie der Graf das angestellt hat. Ja, ich wollte schon sagen, das könnte dann die, Olle oben machen, aufmachen. Die hat nämlich Gier. Das sechste Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Was? Ja, klar, ey. Du bist auch sichtbar. Was ist das? Nachdem alle 7 magischen Siegel geöffnet wurden, kann die Truhe geöffnet werden. Aha. Eventuell ein wenig am Deckel ruckeln. Der klemmt manchmal. Aha. Ja, ist ja gut zu wissen. So, haben wir sonst noch was hier? Das war's, ne? Ja, okay. Also. 2 Siegel sind schon offen. 5 fehlen noch. Die Hinweise sollten mir weiterhelfen. Aha. Was hab ich denn da noch? Kann ich eigentlich fette... Jo. Lecker. Am besten decke ich erst den Tisch und sorge dann für Essen auf dem Teller. Warte mal, mir fällt da was ein. Ich vermisse nämlich hier etwas Bestimmtes und zwar... ich wusste es doch. Es ist eine das Tischdecke. Das sollte gehen. Genau, es ist eine Tischdecke. So. Ja. Sieht doch schick aus. Jetzt sieht das Ding ja schon ganz anders aus. Jetzt können wir den Tisch, den Teller draufstellen. Jetzt können wir auch das Glas nicht draufstellen. Können wir... Was soll man mit dem Halstuch? Okay. Was? Ach, zieht das Ding wieder aus. Ja? Hallo? Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist so etwas Ähnliches wie Rucola. Ja, kommt hin. So. Und, Maden. Die dicken Maden haben etwa die richtige Größe. Aber sie sehen nicht aus wie gebratenes Hähnchenfleisch. Ist doch egal. Sie wirken leicht durchsichtig und sind ganz schleimig. Ach, Menno, jetzt, also wirklich, komm. Das ist doch jetzt nicht wirklich wahr, oder? So. Wenn es dem Grafen so geht wie mir, weiß er nicht genau, wie Rucola-Salat aussieht. Ja. Fehlen noch Hähnchenbruststreifen und das Dressing. Aha, okay. Hähnchenbrust und Dressing. Tja, Ich will ja jetzt nicht wirklich ein Hühnchen da draußen killen. Das wollte er ja sowieso nicht. Tja, wie machen wir denn das?
Verdammt, wie machen wir denn das jetzt? Also, ich brauche ein Hühnchen. Oh, und mit den fetten Magen könnte ich eventuell ein Hühnchen anlocken? Ich weiß es nicht. Ach Gott. Was ist eigentlich mit... Wieso in den Keller? Was ist denn oben? Der Graf hat mir verboten, dort hinaufzugehen. Und ausnahmsweise werde ich mich an das Verbot halten. Okay. Das Schloss ist baufällig und das Buch dürfte ohnehin in der Truhe sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in den Keller. Ja, versuchen wir's. Wir gehen mal in den Keller. Gucken. Der Keller ist... Oh Gott, ist der dunkel. Hier ist was Rotes. Oh mein Gott. Was? Oh, hier ist aber wirklich dunkel. Oh mein Gott. Ey, ich sehe hier null. Ist hier irgendwas? Nee. Hier ist nur... Habe ich hier was übersehen? Keller. Schon wieder ein anderes Bild. Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder ein anderes Bild. Die Bilder scheinen nicht lebendig zu sein, wie die im Magierturm von Seefels. Aber anscheinend wechseln ständig die Motive. Ja. Praktisch, wenn man mehr Gemälde als Platz an den Wänden hat. Ja. Genau. Oh, jetzt war's das. Okay. So, jetzt aber, wie kommen wir denn jetzt in den bescheuerten Keller? Also, Moment. Nochmal. Es muss doch eine... Okay, hier ist nix. Hier ist... Ich sehe hier gar nichts. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Verdammt! Ah, gucke mal hier. Hey, da ist was. Streichhölzer, Duftkerzen, Grillsoße, ohne Knoblauch. Eine Einkaufsliste. Aha. Und hier? Nach Osten bis zu den toten Käfern. Dann nach Norden bis es halt. Was? Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung. Was? Und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Was? Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett. Dann dem Gang Richtung Norden folgen. Oh mein Gott. Eine Orientierungshilfe vom alten Igor? Die nehme ich mit. Okay. Hey, die Buchstaben leuchten schwach. Igor hat mitgedacht und sie mit einer magischen Tinte geschrieben. Okay. Okay. Ich weiß doch überhaupt... Moment, okay, also, ich würde sagen, warte mal, das, meine lieben Freunde, das, glaube ich, machen wir dann doch beim nächsten Mal. Wir gucken mal, ob wir, ja, vielleicht können wir ja doch ein Hühnchen, so als kleinen Abschluss. Hier, wie sieht's aus? Hühnchen? Lecker, lecker! Nein. Altes Beil. Ich kann doch keins der Hühner schlachten. Doch! Und selbst wenn ich es könnte, ich will es nicht. Ach jetzt, Mensch. Sicher, ich mag zwar Würstchen und Steaks, ja. Und auch gegen ein gebratenes halbes Hähnchen habe ich nichts einzuwenden.
Aber das ist was anderes. Die gebratenen halben Hähnchen laufen nicht durch die Gegend und gackern. Stell dich nicht so an, Mensch. Okay, du kannst auch nicht trinken, du kannst auch dieses nicht. Was kannst du denn? Kannst du vielleicht... Nein, du kannst das nicht. Was kann der denn überhaupt? Verdammt nochmal, ehrlich. Die kann ja gar nichts. Tjesse. Ja, okay, also, ich würde sagen, die Sache mit dem Keller, die tun wir uns in der nächsten Folge an. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Oh Gott, ich glaub's ja nicht. Ja, komm mal zurück und dann verabschieden wir uns, kleiner Wilbur. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye und es geht dem Ende nach. Ich habe das ganz sicher im Gefühl. Es geht dem Ende nach. Bye, bye.